Okay, jetzt kommt Duck In mit Weaves. Wichtig ist, dass wir wissen, das hatten wir schon in einem anderen Video, in welche wir jeweils reingehen können, aus dem Drehen auf den Händen. Ich verlinke euch das Video nochmal. Ja, also zum Beispiel im Uhrzeigersinn rechte Hand, da können wir reingehen in Backward auf der linken Seite, in kleiner Finger zuerst, egal ob vorne oder hinten, auf der rechten Seite und immer wieder ganz easy zurück in das Drehen auf der Hand. Genauso, wenn ich jetzt die Hand wechsle, kann ich auf der rechten Seite Forward Weave, auf meiner linken Seite kann ich Daumen zuerst nach vorne oder Daumen zuerst nach hinten. Das heißt, je nachdem, mit welcher Hand ich jetzt nach dem Duck-In fange und in welche Richtung ich gerade drehe, kann ich dann in die entsprechenden Varianten reingehen. Ich fange jetzt mit der rechten Hand. Das war kleiner Finger fällt nach vorne. Das ist kleiner Finger fällt nach hinten. Das ist auf der linken Seite rückwärts. Wenn ich mit rechts fange, mit links, das war eine kleine Extradrehung. Oh, glaube ich, geht auch nicht ohne, müsste ich nochmal ausprobieren. Dann drehen wir mal in die andere Richtung. Beginne ich mit der rechten Hand. Duck in. Vorwärts auf meiner linken Seite. Duck in. Daumen zuerst nach vorne auf der rechten Seite. Duck in. Daumen zuerst nach hinten auf der rechten Seite. Dann die andere Hand, linke Hand, kleiner Finger ist zuerst nach hinten gefallen, das war die, die ich jetzt am schnellsten hinbekommen habe. Ups, kleiner Finger fällt zuerst nach vorne, schon etwas schwieriger für mich. Und eine fehlt noch, Backward Weave. Auf der rechten Seite. Ja, also pro Drehrichtung, pro Hand haben wir drei Möglichkeiten. Drei Möglichkeiten, drei Möglichkeiten, drei Möglichkeiten. Je nachdem, mit welcher Hand wir fangen.